Einen wunderschönen guten Morgen. Sorry, nicht erschrecken. Ich wollte nicht, Dings, dass ihr direkt euch erschreckt. Die Sonne scheint. Es ist ein ereignisreicher Tag. Wir haben 8.40 Uhr. Wir können es alle nicht glauben. Die Menge tobt. Zeddo Talk ist wach. Aber es geht gleich nach Berlin, deshalb bin ich schon wach. Ich muss noch ein paar Videos einstellen, duschen, Koffer packen. Und dann fahren wir nach Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich habe gerade einen TikTok entdeckt, das ist so ein Vibe, Mann. Wie kann man so gut tanzen? Ich zeige euch das jetzt. Achtung. Ich will auch das können. Shoutouts gehen raus an Mela Venezia. Auf jeden Fall bin ich voll am Überlegen, Dings so Tanzstunden zu nehmen, Alter. Da hätte ich voll Bock drauf. Ich würde schon gern tanzen können, glaube ich. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Rhythm in the Blood, aber ich bin halt tot, ist der Allmann, Mann. Bringt halt alles nichts. Ich brauche Tanzstunden oder so. Naja, ich mache mich fertig. Dann stehen wir auf. Nice, dass ihr zu diesem Vlog eingeschaltet habt. Legt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu trinken, holt euch leckere Snacks. Und wir gehen rein in den Tag. Es wird geil. Ich bin gespannt. Allein die Hinfahrt wird wahrscheinlich schon witzig. Ich fahre mit Barisch und Pietro. Dort in Berlin gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten. Einige Sehenswürdigkeiten. Und ja, wir gehen rein. So Leute, ich sitze gerade am Schreibtisch, weil ich stelle hier noch schnell das Video ein, was heute online kommt. Ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, dass man da so viel einstellen muss. Ich zeige euch das mal. Also logischerweise, man hat den Titel, man hat die Beschreibung, die muss dann jedes Mal rein, macht man Copy-Paste und dann ändert man einfach die Sachen, die umgeändert werden müssen. Das Thumbnail wird erstellt, das habe ich jetzt gerade auf Photoshop gemacht. So. Und dann wird das hier eingestellt auf geplant. Heute ist der 23.09. Guck mal, hätte ich fast verkackt. 14 Uhr, wie immer. Dann kann man hier noch den Abspann einstellen. Und eine Infokarte rein, also ein Video, was vorgeschlagen wird. Dann wird es hier in die Playlist gepackt. Und dann hat man noch Tags. Also da schreibe ich dann zum Beispiel rein. Zeddo Talk, Zeddo, Hey Moritz, das Video ist von Hey Moritz. Schwester, Lea, Moritz, Einkaufen. Alles kaufen. Ja, und das reicht dann eigentlich auch schon. Das ist einfach nur Suchbegriffe. Da bin ich jetzt gerade noch dabei einzustellen. Das mache ich noch bei weiteren Videos, die online gehen, während ich in Berlin bin, logischerweise. Ja, und währenddessen drehe ich diesen Berlin-Vlog. Der kommt dann wahrscheinlich ein paar Tage online, nachdem ich in Berlin war. Auf gut Deutsch. Oder ich gucke mal, ob ich heute so viel Material habe, dass ich einen einzelnen Vlog draus mache. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns mal überraschen. Es wird auf jeden Fall witzig. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben 9.09 Uhr. 10 Uhr ist Abfahrt, aber nicht bei mir. Deshalb, ich muss noch meinen Koffer packen und ich wollte eigentlich noch schnell bei Mediamarkt vorbei gucken, ob ich die Kamera hier nochmal bekomme oder halt bei Saturn oder wo auch immer man die kriegen kann. Ob ich das alles schaffe, ist die Frage. Ich beeil mich. Hadi Allah, bis gleich. So Leute, das ist der Outfit of the Day. Wir sind fresher denn je. Das ist genau richtig für Berlin, für die ganzen Hipster dort. Perfekt. Wir können direkt los. Es ist 9.37 Uhr und ich laufe jetzt zu Saturn und dann muss ich mich richtig beeilen. Also, hadiyalla. Ups. Let's go. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Leute, hier um die Ecke ist das Büro von meinem Management. Ich würde super gerne jetzt so einen Klingelstreich mal machen, aber ich habe wirklich keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Deshalb Arschläger. Scheiße mal drauf, gell? Irgendwie sieht die Stadt morgens so anders. Es ist so ruhig und so frische Luft noch. So wenig verbrauchte Luft, wisst ihr, was ich meine? Oder bin ich komisch? Naja, auf jeden Fall feiere ich's. Hoffentlich finde ich jetzt ein Auto. Okay, Leute, ich habe ein Auto gefunden. Wir gehen rein. Scheiße, jetzt habe ich mein Weitwinkelteil verloren, Alter. Don't drink and drive. Spaß, ich habe nicht getrunken. Ich mache jetzt Werbung für meine Kamera. Pietro fängt jetzt auch an mit YouTube-Vlogs. Und die haben anscheinend eine Kamera, aber ich habe gesagt, ich hole euch die hier, weil die ist richtig geil. Ich feiere die extrem. Also ich feiere die abnormal. Auf jeden Fall wird heute, glaube ich, ein sehr geiler Tag, Leute. Ich habe extrem Bock. Ich bin motiviert. Ich hoffe, ihr auch. Wie schaut's aus bei euch? Boah, Weitwinkel ist schon ein Unterschied, ne? Ich merke schon. Ich sehe schon. Und ich riech's auch. Spaß, das, was ich rieche, ist was ganz anderes. Alle Wahlplakate, die hier hängen, Nähe Ebertplatz, Hansaring, alle bemalt, geschmutzt. Oh, der wurde geblitzt, der Arme. Hier ist 30er-Zone, das weiß doch jeder. Idiot, Alter.
Epa sweet she Akichi Nansen, this is Johnson. Where is the Johnson? Würdet ihr mich buchen? Fahrradfahrer, hallo. You gone, überfahren werden von mir. Frau mit zwei Kindern, lass ich am Leben. Warum ist Schlange vorm Saturn? Wen wollen die verarschen, Mann? Was ist denn, hat es noch nicht auf? Ach, das macht erst in 7 Minuten auf. Oh, nur einen kleinen Parkplatz. Bitte, bitte. Habt ihr keinen kleinen Parkplatz für mich? Nur klein. Das sieht gut aus. Da gehe ich rein. Haha, da gehe ich aber komplett rein. Und schon wieder Kamera umgefallen. Ich krieg einen Raster, ey. Was, Bruder? Oha. Bin ich das, der so fresh in dieser Kamera aussieht? Ey, der hat voll blöd guckt, ey. Aber es ist doch, we should normalize, legalize Vlogging, Leute. Das sollte zu was Normalem werden, ja? Ich finde es unverschämt, dass Leute beim Vloggen noch so gucken. Aber hey, was will man machen? Alle haben verschlafen heute. Alle haben verschlafen. Aber das Gute ist, ich glaube, wir haben auch keinen direkten Termin in Berlin. Doch. Ich glaube, die zwei haben einen Termin. Ich habe wohl nicht. Ich habe Freistunde. Ich kann frei rumlaufen, machen, was ich will. Am Nahrung. Ist auch krass. Leute stehen hier an, als wäre Dings irgendein Ausverkauf, ey. Und dann komme ich und hole eine Kamera. Ey, ich könnte mir einen Kaffee beim Bäcker holen. Oder bei Starbucks. Ich war Real Talk noch nie so pünktlich, Leute, dass Tore hochgehen und wieder runtergehen. Auch krank. Es war nur ein Test, ob die funktionieren. Hey. Jetzt ist es wie bei diesem Kinder-Toys-R-Us, wo alle reinrennen und sich alles aussuchen dürfen, was die wollen, liebe Freunde. Das ist auch krank. Stellt euch mal vor, es wäre jetzt alles umsonst. Würde ich anders fühlen, ja? Wo sind denn Kameras, Mann? Sind die nicht immer ganz vorne? Da sind noch Drohnen. DJI. Das ist die Marke, die wir brauchen. Hier, liebe Freunde. Das sieht gut aus, aber hier ist nur nicht das, was wir brauchen. Wo ist das, Mann? Ey, ich bin voll überfordert, Mann. Ich hasse sowas. Ich komme da drauf gar nicht klar. Was ist denn hier nur Spiele? Wen wollen die verarschen? Ich muss mal kurz irgend so eine Liste durchlesen, wo es hingeht. Vielen Dank dir. Ja, lieb. Dann dir noch einen schönen Tag, ne? Danke. So schnell kann es gehen. Ich brauche die Kamera nochmal. Die DJI Pocket 2. Die Wartezeit hat jetzt so lange gedauert, dass ich dachte, dass er safe nicht da hat, um ehrlich zu sein. Deshalb bin ich gerade umso glücklicher, um ehrlich zu sein. So Leute, we did it. Das kleine Paket hier ist tatsächlich die Kamera mit komplettem Equipment, alles, das, was dazugehört. Die ist ja so mini, deshalb braucht ihr auch kein größeres Paket. Ich war richtig überrascht, als ich dieses Päckchen bekommen habe. Warte, ist hier die Kasse oder laufe ich falsch? Ich laufe falsch. Endlich, Leute. Das war eine schwere Geburt. Pietro will eigentlich eine Brezel, hat er gerade in seiner Insta-Story gesagt, ich soll ihm eine mitbringen, aber ich habe keinen Bock, um ehrlich zu sein, jetzt noch da beim Bäcker reinzulaufen. Sorry, Pietro. Kannst du selber eins holen? Okay, Leute, ich war nicht so. Ich habe kurz gehalten, habe doch noch schnell was geholt. Sind wir mal heute nicht so. Heute ist der Tag eine gute Tage, gell? Wir merken es schon, ja, ja. Leute, das wird jetzt Pietros erster Start bei seinem Vlog. Ich habe ihm die gleiche Kamera geholt. Ich bist du aufgeregt, sei ehrlich. Ich sag ganz ehrlich, eigentlich nicht. Weil ich bin ja gewöhnt vor der Kamera, aber irgendwie ist es anders. Wieso haben meine Fans... Mach mal, ich bin jetzt gespannt. Meine Leute. Hallo! Krass, schrei mal richtig rein und so. Hey! Hey! Was geht ab? Was ist passiert? Ihr habt abgestimmt. Vlogs bei Lombardi, ja oder nein? 96% ja. Einmal auf. Also, Spaß beiseite, lass mal ein bisschen ernster werden. So Leute, wir sind auf dem Weg nach Berlin. Wir sind jetzt zu dritt. René ist noch dabei, ne? Weißt du, René? Ja, nicht? Hör mal ehrlich hin. Ich hatte gerade voll den Dings. Aber es sieht aus, ich habe gerade... Hör auf zu sagen, dass... Ich habe gerade Maris gesagt, ob ihr Brüder seid. Ich wusste das nicht. Aber guck mal, weißt du, was ich scheiße finde? Nur weil jemand eine Cappy trägt... Nein, er trägt halt die genauso wie du. Und so trägt das heutzutage keiner mehr. So mit diese 7 cm Abstand, weißt du, was ich meine? Besser. Ich habe mal den Trend irgendwie noch gelassen. Du hast das doch schon seit 12 Jahren so. Ja, deswegen. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nach Berlin. Die Drecksfahrt dauert 6 Stunden. Ich wusste das nicht, ne? Sonst wäre ich mit dem Zug gefahren. Ich habe gedacht 4 Stunden. Ich auch. Ja, warum fahren wir nicht mit dem Zug? Sollen wir mit dem Zug nur fahren? Sollen wir einfach Auto abstellen? Okay, wir sehen uns gleich irgendwann oder so. Hi. Gehen wir jetzt drin was holen. Soll ich euch was mitbringen? Wasser, wichtig. Die sind auch krass. Dieser Zwischenstopp, Leute. Wir haben noch 2 Stunden vor uns und sind jetzt bei McDonald's. Bei einer anderen Fastfood-Kette unserer Wahl.
Leute, ich bin ja gerade eben gefahren, jetzt muss ich aber nicht mehr fahren. Das ist das Geile. Ich kann jetzt hier so ein bisschen Sachen hinterherräumen, aufräumen, die so schriftlich hängen geblieben sind. Sachen durchlesen, die ich für Anfang nächster Woche noch brauche. Der Kollege da vorne ist hier am Singen die ganze Zeit. Das ist natürlich super Unterstützung für mein mentales Gedächtnisstruktur. Also 1A. Und wir sind in einer Stunde schon in Berlin. Das ist auch natürlich eine wilde Situation, die wir sehr begrüßen. Auf gut Deutsch. So Leute, wir sind angekommen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Zimmer. Nichts Besonderes, klein, aber fein. Man kommt hier rein, sieht das. Und dann hat man hier ein geiles Bad mit Dusche. Everything is perfect. So, dann hier. Aha. Und jetzt können wir. Wir zeigen euch das ganz kurz. Einmal darüber. Boah, ich war gerade unmorgen. Hä, hast du schon angefangen? Liebe Freunde, wir sind angekommen in Berlin. Jetzt steht gar nicht mehr viel an. Pietro hat noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich mache mich aber wahrscheinlich nur fertig. Gucke vielleicht noch in der Stadt nach einem Geschenk für Alicia, weil ich habe noch keins. Oh, ich habe Muskelkater. Das fühlt sich geil an. Ich lieb's. First things first. Ich mach die Kamera lieber aus. Ich habe einen Wein organisiert auf schnelle Welle, aber einen geilen. Oh, Alicia darf das nicht sehen, dass sie, wenn die sieht, dass ich das erst alles am letzten Tag organisiert habe. Und diesen riesigen Blumenstrauß mit der Vase noch. Ich komme übrigens zurück ins Zimmer. Und ich habe hier schon angefangen zu essen. Das hier lag, also, hä, wie süß. Kuss geht raus an die Titanic Hotels. Ich weiß nicht, ob die das bei jedem Gast aus Prinzip so machen. Oder ob die das gecheckt hat, weil die unten an der Rezeption hat das schon so ein bisschen gecheckt. Und so kann sein, dass... Wegen Pietro, ne? Den kennt man ja in Deutschland. Den kennen ja auch unsere Eltern, ne? So, jetzt lassen wir uns die Kiwi schmecken. Ich habe gerade ein paar Mädels gefragt, Freundinnen von mir. Die haben gesagt, das Geschenk ist toll. Ich habe es in 30 Minuten geklärt. Okay, ich war schon fast eine Stunde unterwegs, bin ehrlich. Leute, wir sind auf der Party. Ich bin ein bisschen, sagen wir mal, angetrunken. Aber wir sind hier mit 20.000 Leuten. Alles voll, sehr wilde Party. Willst du ein bisschen filmen gehen oder was? I love you, tschüss. Wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Der Abend war gut. Ich weiß nicht, wie viel ich euch hier reinschneiden kann, aber ich versuche so viel wie möglich. Ihr müsst natürlich auch bedenken, einige Sachen sind dann privat, dann wollen Leute nicht gesehen werden oder nicht auf einem Video sein oder wie auch immer. Ups, ich dachte, das Pietro, aber war nur die Putzdings. Auf jeden Fall sollte ich mir was anziehen. Wie wär's damit? Ich habe so Kopfschmerzen. Ey, das knallt so rein, Mann. Wow, we call that... solider Kater. Wir treffen uns gleich zum Frühstücken mit Sonja und Marcel von Sonja Loops. Zwei Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe tatsächlich. Um ehrlich zu sein, habe ich sie sehr gerne. Heute wird ein langer Tag, deshalb machen wir jetzt auch Deo drunter. Jetzt ziehe ich mein Kleid an. Das T-Shirt ist einfach ein Nachthemd. So. Schon sind wir angezogen, ne? So schnell kann es gehen. Für alle Leute, die sich immer fragen, wie ich meine Haare mache. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Für alle, die mal fragen, wie ich meine Haare mache, ich mir hier einfach Wachs auf die Hände, mache einfach so, also Retalk, ne, das ist jetzt kein Bluff, ich mache meine Haare wirklich so. So. Fertig. That's it. Seht ihr? So sind meine Haare. Ich mache die dann noch so ein bisschen mit Haarspray fix. Bisschen, ne? 1-2 Spritzer Parfüm. Bloß nicht zu viel. Ich nehme direkt alles mit, weil wir sind eigentlich ready to go. Ich muss meinen Koffer packen und dann rüber zu Pietro. Tschüss Hotel. Padella. Oh, die Sekretärin ist irgendwie, sag mal, attraktiv. Mhm. Das war einfach meine Traumfrau, Mann. Spaß, Leute. Ich übertreibe immer so ein bisschen aus Spaß. Ich mache das nur aus Witz. Ich würde das niemals ernst meinen. Mann, wie sieht's hier aus? Ich sag dir Ti Amo. Ey, ich hab die ganze Zeit Ohrwürmer von deinen und Alishas Songs. Es geht ab. Wir sind auf dem Weg nach in die Nähe von Hamburg, weil Pietro da ein Konzert hat heute Abend. Ich weiß gar nicht, warum ich mitkomme, Bruder. Ich hab's noch nicht verstanden.
Ja, warum nicht? Jamo kann wenigstens tanzen, der geht doch auch. Ach so, Jamo kommt auch. Ja, der hat er mir gestern gesagt, ganz stolz. Ah, der kommt ja auch. Ich kann ja nicht mal tanzen, Mann. Ja, auf jeden Fall fahren wir da jetzt. Ey, nur noch 1,5 Stunden, das ist auch machbar, ne? Das, weil wir gerade schon wieder so viel geredet haben, ne? Da vergeht die Zeit schnell. Ja. Sag mal, über was du redest, nur über Frauen, warum eigentlich? Bei dir dreht sich alles nur um Frauen. Ja, und? Hast du was dagegen? Aber hör auf damit, du brauchst, es muss sich was ändern, so kommst du nicht weiter im Leben. Ist ja auch eigentlich egal, über was wir reden, oder wollt ihr es wissen? Boah, von hier siehst du so richtig süß aus. Habe ich ein Doppelkinn, ja, ne? Ja, normal. Wenn ich das Video sehe, das wird so schlimm sein. Bei dem ersten, ich sag dir, Tiamo, hört man das, ich sag dir nicht. Man hört es nicht, sagst du zu. Nee. Weißt du, was ich meine? Dieses erste, ich sag dir, Tiamo, hört man nicht. Ich über die Memo nochmal ab, laut. Bei dem ersten, ich sag dir, Tiamo, hört man das, ich sag dir nicht. We arrived in Hartenholm. Hallo. Hallo. Die Bühne ist echt groß, ne? Die ist übel riesig, Mann. JP! Einen wunderschönen guten Tag. Boah, es ist übel windig, ist krass. Sehr windig, ja. Wir sind angekommen, ich zeige euch einmal den Backstage-Bereich. Das ist mal besser voneinander. Den kennen wahrscheinlich viele. Noch von alten Zeiten. Der ist jetzt mittlerweile Vater, Ehemann. Das anständig heißt, geworden. Der ist anständig. So, hier ist meine Ecke praktisch hier. Ein kleiner Ofen, oder wie man das nennt, dass mir nicht so kalt ist. Weil wir sind hier in Hartenholm. Und hier ist sehr windig. Wir sind bei Hamburg und ja. Es ist übertrieben windig, aber hat man, glaube ich, schon bei den Aufnahmen gehört, ne? Davor gesehen. Hier geht's noch weiter. Aber so viel brauche ich natürlich nicht. Ist das dann so für die Band, wenn die wollen? Ja, ich bin sehr bescheiden. Ich brauche eigentlich nichts außer ein gutes Mikrofon. So, wer war schon alles hier? Max Giesinger war da, der war hier. Kai Chakandela war hier, Olli war hier. Der war hier. Und da gibt es Food oder was? Ja. Cristobal singt gerade. Der will mir die Show stehlen. Wer ist das? Cristobal ist mein Pianist. Der kann voll gut singen, ne? Der singt auf jeden Fall besser als ich. Tag. Wenn ich so gut wäre wie er, weiß ich, wo ich wäre heute. Egal, du bist im Batsch, alles gut. Danke. Frischer Ingwer-Zitronentee, Leute, hat mich gerade richtig glücklich gemacht. Zeig mal, was es hier gibt. Arme Lasagne. Ja, nochmal Lasagne. Ach, zweimal Lasagne. Spaghetti Bolognese. Und was sagst du dazu? Gut. Kleine Backstage-Konzert. Auf dem Weg zur Bühne. Ja, das machen wir. Ist auch egal. Leute, das ist schon krass. Schon ein geiles Feeling. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber der labert sehr viel Müll. Das ist krank. So baby, it's tut mir leid. Ich muss sie jetzt bitten, das Gelände zu verlassen. Warum? Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, dann noch dazu jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefährdet das einfach die Produktion. Welche Produktion gefährdet das denn? Naja, unsere weiteren Konzerte. Noch 2 Shows. Ja, das sind immer noch 2 Shows. Aber du weißt doch auch, wie viel Geld wir in letzter Zeit verdienen haben. Ja, so, und also, die 2 Shows sollen gerne stattfinden. Ja, die finden ja wohl auch statt. Ich gehe jedes Mal bei jedem Auftritt ins Publikum. Jedes Mal. Aber heute jedes ist gar keine Olli Pocher-Show. Ja, aber es war trotzdem gut, weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Und möchte gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen.
Ja, das machen wir. Würde ich gerne sehen. Denn er hat momentan das Hausrecht damit. Da ist der Ausgang. Nein, weil wir einfach jetzt erstmal kurz stehen. Stimmt wie das? Dann du willst jetzt nicht ernsthaft. Komm, wir setzen das Hausrecht. Okay. Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe sofort, ich gehe ganz normal. Du fängst, ja, hier, nicht an mit, du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Ja, ich gehe, aber lass mich los. Einfach ganz entspannt bleiben. Hat er Gewalt angewendet? Habe ich irgendwas gemacht? Das ist das Asozialste, was es gibt. Das ist das Asozialste, was es gibt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe in gewisser Form ja auch ein gewisses Recht irgendwie, mich normal zu bewegen. Ich hätte mich ganz normal verabschiedet. Dann haue ich ganz normal ab. Okay? Entschuldige dich und das ist alles gut. Ja, einfach, dass du irgendwie eben gerade hier so armmäßig ein bisschen ausgerastet bist. Ich gebe dir die Chance. Guck mal, ich reiche dir die Hand. Porre, ich gebe ihm jetzt auch noch eine Chance. Nämlich, was passiert denn dann? Ja, was willst du machen? Willst du mich hier rausschleifen dann irgendwie? Ja, ist das wirklich dein Ding? Ja, würdest du machen. Das ist ja nicht anders. Würdest du machen, wenn du das Hockey packst? Würdest du nicht auf? Nein, ich höre auch nicht auf, weil ich auch ein gewisses Recht habe. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Toi, toi, toi. Harten Holm, bleibt stabil. Zum nächsten Werner-Rennen bin ich da. Was ist morgen für eine Veranstaltung, dass ich nochmal wiederkommen kann? So Leute, wir sind im Auto. Warum lachst du? Was so witzig? Wie war der Tag für dich? Ein Tag mit viel Ruhe war diese Woche. Oh, schlimm. Ich habe Kopfschmerzen, ne? Kopfschmerzen. Ich brauche jetzt eine Woche Urlaub. Nein, liebe Freunde, war ein sehr geiles Konzert, muss man auf jeden Fall sagen. Ein, zweimal Gänsehaut gehabt und zwei, dreimal hatte ich Ständer. Finde ich schön. Okay. Warte, Leute, ich wollte jetzt noch ein Fazit machen, weil ich möchte das Video jetzt beenden gleich. Fazit war witzig. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.